Es wird nicht einfacher. Jede, wie gesagt, die Liga ist gut und jede Mannschaft kann jeden schlagen. So, jedes Spiel ist genug groß, dass jedes Spiel hatte 3 Punkte im Tisch. Und deswegen unser Ziel sollte sein, jeden Abend so gut spielen, dass wir können punkten. Das heißt, worauf kommt es jetzt die nächsten Tage an? Worauf wird man arbeiten gerade nochmal? Ja, dann fragen wir mal die Lausitzer Füchse, wieder in die Saison gestartet. Leider nicht ganz so, wie wir sicherlich alle erhofft haben. Es war eine gute Saisonvorbereitung. Das hat man letzte Woche nochmal bei der Pressekonferenz gehört. Das Team ist gut zusammengewachsen. Wie schwer war dann tatsächlich dann doch diese 2 Auftaktniederlagen zum Anfang? Ja, klar. Das Ergebnis ist nicht, was wir gewünscht hätten. Aber unsere Performance für beide Spiele war schon in Ordnung. Die Kleinigkeiten hatten beide Spiele entscheidet und wir haben genug Torchancen kreiert, aber wir müssen auch dann Ende bringen. Die letzten 2 Meter müssen wir besser sein. Das heißt, worauf kommt es jetzt die nächsten Tage an? Worauf wird man arbeiten gerade nochmal? Wir arbeiten mit unserer Basis, mit unserem System. Wir schauen die Videos und wir sehen, welche Areas waren wir gut und was müssen wir besser machen. Und klar, eine Sache ist, dass wir müssen den Druck zum gegnerischen Tor mehr aufzubauen. Wir schauen mal auf die Saison noch mal insgesamt. Letzte Woche war ja die große Pressekonferenz. Saisonziel ist immer auf jeden Fall mit dem Klassenerhalt. Der muss stehen, oder? Ja, Saisonziel ist, dass wir geben uns jeden Abend Möglichkeiten, 3 Punkte oder Punkte zu mitnehmen. Ja. Wenn wir das schaffen, dann, ich glaube, unsere Ziele wir erreichen. Eine Offensivkraft ist noch in so ein bisschen eigentlich, wo man sagt, die könnten wir jetzt gut gebrauchen, kann aber noch nicht spielen. Wie ist da der aktuelle Stand? Es ist Day to Day oder Woche zu Woche, aber wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben, weil aber wir schauen das Tag zu Tag, das ist so, weil wir müssen auch sehen, dass wir die Verletzungen und alles sind wir gesund und Ergebnisse, alle großen Bilder, aber Day to Day momentan. Wir haben auch insgesamt eine neue Regel, eine schärfere Regel, was die Schlagkraft angeht. Die hat euch so ein bisschen gleich am Anfang sogar, ja, ich sag mal, gekitzelt. Ich glaube, jetzt im neuesten Statement hast du auch gesagt, dass du dir da wünschst, dass vielleicht die Schiedsrichter auch ein bisschen mehr eine Linie finden, ja? Ja, genau. Das ist immer, wenn ein bisschen Regelaufpassungen kommt, dann die Schiedsrichter machen viele Beobachtungen in den Sachen. Aber es ist auch schwierig für die Schiedsrichter, dann die ganzen das Ganze 60 Minuten zu halten. Aber klar, mit unseren Schlägern müssen wir besser arbeiten. Der Schläger muss mehr auf dem Eis bleiben. Ja. Das war so, hat euch das auch ein bisschen tatsächlich so beeinschränkt jetzt, dass das auch ein bisschen die Niederlage mit initiiert hat? Nicht die Niederlage, das ist nicht nur eine Episode. Aber klar, die beide Spiele Opponent hatten 2 Überzahltore geschossen. Wir haben keine einzige geschossen. So, wir müssen besser mit unserer Penalty-Killing machen, aber auch mit unserer Überzahl. Wenn du insgesamt auf die neue Saison schaust und auch auf die Liga-Stärke, wie siehst du die Entwicklung tatsächlich auch dieser Liga? Meine Meinung, mit 1,5 Jahren Erfahrungen, wird besser geworden. Es ist mehr ungeglichen, jeder kann jeden schlagen, jeden Abend und auch der athletische Bereich für jede Mannschaft ist besser geworden. Das Spiel ist schneller und körperbetont. Ein großes Highlight ist ja dann in Klagenthal, glaube ich, im Februar da, dieses wirklich große Event auch für euch. Freut man sich da nochmal so ein bisschen extra? Ist das was Cooles für den Eishockeysport auch? Ich glaube, das ist sehr gut für die DL2 und das ist gut für den Eishockeysport. Und es ist ein Privileg, da mitzuspielen und mitzuarbeiten. Und dann hoffentlich, da kommt viele Fans und wir können dann die Energie mitnehmen und auch dann zurückgeben. Vielleicht noch ein bisschen mal aufs Team geschaut. Ihr habt euch für ein ganz neues System der Kapitäne entschieden. Wie kam es dazu? Ja, letzte Saison hatten wir auch mit den 5 oder 6 Leuten mit unserer Mannschaftsrat. Und dann haben wir die Letters in Jersey rotiert gelassen und jetzt in dieser Saison haben wir das so entscheidet. Das ist nicht so große oder kleine Sache, das ist nur eine kleine Änderung. Aber insgesamt das Teamgefüge siehst du positiv, ja? Wir haben ja gerade, glaube ich, auch die letzten 2 Jahre einen großen Spieler verloren hier sozusagen. Ja, wie gesagt, das ist der beste Spieler von DL2. Es ist nicht einfach zu komplizieren, aber ich bin sehr froh, mit welchen Leuten haben wir verpflichtet und wir haben eine gute, starke Mannschaft und deswegen ich schaue der Zukunft positiv. Ja.
Und jetzt auch vor allem auf die nächsten zwei Spiele am Wochenende, das werden auf jeden Fall wieder große Gegner. Vielleicht nochmal einen Satz zu den kommenden zwei Spielen jetzt. Ja, es wird nicht einfacher. Wie gesagt, die Liga ist gut und jede Mannschaft kann jeden schlagen. So, jedes Spiel ist genug groß, dass jedes Spiel hatte drei Punkte im Tisch. Und deswegen unser Ziel sollte sein, jeden Abend so gut spielen, dass wir können punkten. Und noch ein Satz vielleicht zu den Zuschauern. Ich glaube, ihr habt einen neuen Rekord, auch was die Dauerkarten angeht. Das ist ja eine großartige Unterstützung, die man hier in Weißwasser hat, oder? Hockey down.